Hallöchen Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda A Link Between Worlds für den Nintendo 3DS. Das letzte Mal haben wir ein paar Maimai gesucht, nachdem wir den Wüstentempel abgeschlossen haben, beziehungsweise haben allgemein so ein bisschen nach Secrets geguckt. Und ich kann jetzt endlich wieder aufnehmen, nachdem Weihnachten vorbei ist und ich wieder gesund bin und bla und bli und blub. Und außerdem können wir jetzt gucken. Ich möchte jetzt erstmal, bevor ich gleich wieder in den nächsten Dungeon rushe, möchte ich erstmal gucken, was uns noch an Maimai fehlt. So viel ist das nämlich gar nicht mehr. Ich lasse jetzt einfach mal bei mir die Maimai-Map offen. Ich hoffe, die bleibt auch offen. Und möchte mal schauen, ob wir zumindest. Habe ich da was gehört? Nee. Möchte mal schauen, ob wir zumindest in der Light World schon mal alle Maimai finden können. Wie gesagt, ich will jetzt nicht unbedingt gleich in den nächsten Dungeon springen und dann gleich wieder alles überstürzen, weil wir können uns ja jetzt ein bisschen Zeit lassen. Wir haben ja nur noch zwei Weise vor uns, die wir finden müssen. Und gucken wir mal. So. Also, irgendwo hier in dem Gebiet, wo ich gerade so allgemein gerade rumrenne. Ich muss immer noch Sumseln einfangen für den Typen. So, ist hier vielleicht. Hör ich da was? Nee. Okay. Hier ist kein Maimai. Na gut. Machen wir mal einen Abgang. Ah, und ich will mir auch immer noch diese Belohnung holen für dieses Race zum Dingens. Erzhändler. So, das wollte ich sagen. Nee, nach Kakariko will ich jetzt nicht. Ich will weiter Maimai suchen. Zwei Stück sollen hier noch irgendwo sein. Vielleicht am Schloss? Das könnte gut möglich sein. Irgendwo am Schloss oder hier irgendwo. Schauen wir mal. Ich höre noch nichts piepsen. Nee. Nee, die Kirche ist wieder ein eigenes Gebiet. Also muss es ja irgendwo am Schloss sein. Aha! Ich höre was! Tada! Und? Yay! Du bist Nummer 69. Okay, das heißt, ein Maimai fehlt hier noch. Vielleicht im Schlosshof? Ne. Gefährlich hier. Oh, die könnte ich auch langsam mal abgeben. Das sage ich schon seit 10 Millionen Folgen, aber ich könnte sie langsam mal abgeben. Nee. Nein, du gehst. Ach Gott, ist hier viel los, meine Herren. So. Nee. Das ist ja jetzt kurios. Was soll denn das letzte Maimai dann sein? Gucken wir mal. Und das vielleicht irgendwo an der Wand? Da sehe ich aktuell nichts. Innen? Innen kann es ja eigentlich nicht sein. Eigentlich. Nee, da ist definitiv nichts. Kurios. Sehr kurios. Dann schaue ich nochmal da runter. Ist da noch was? Ich will auf jeden Fall nichts piepsen. Da irgendwo, da gibt's Äpfel. Nee, jetzt bin ich in meinem Haus. Da war ja, glaube ich, auch keins mehr. Okay. Könnte ich denn da jetzt noch eins verpasst haben? Das will ich jetzt haben! Das ist mir jetzt keine Ruhe. Nee, schauen wir nochmal darüber. Gib Gummilink! So, vielleicht doch da drüben? So. Ah. Ach, da. Unter dem Felsen.
Oh Gott, wie kam ich denn da nochmal hin? Über einen Spalt? Oder direkt? Kam ich da irgendwie hoch? Darüber? Und ja, genau. So. Okay, alles im Griff. Ist ein bisschen längerer Weg jetzt, aber meine Güte. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, einmal ausruhen. Ich hoffe, das reicht. Ich habe ja eine verbesserte Ausdauerleiste, von daher... mal gucken. So. Gib Gummilink. Gib Gas. Okay, das sieht doch gut aus. So, und dann ist das wahrscheinlich da drunter. Jawohl, prima. Nummer 70. Vorzüglich. Sehr schön. Dann könnten wir jetzt eigentlich noch ein Item verbessern, aber ich glaube, ich möchte erst noch ein bisschen weitersuchen. So, dann haben wir hier in dem Gebiet keine mehr übrig. Das ist schon mal gut. Und mir fehlen noch knapp 300 Rubine. Doch, 300 Rubine, bis ich mir das letzte Item kaufen kann bei Ravio. Dem Drecksack, weil der einfach mal die Stäbe nochmal teurer macht. Normalerweise hätte ich mir die schon lange leisten können. So. Obwohl, das Geld kann ich gut gebrauchen. Her damit. Du hast mich schön gesniped. So, hier haben wir noch einen Mai Mai irgendwo. Bin gespannt, wo es sich aufhält. So. Na komm. Wow, ein Treffer nur? Nicht schlecht. Ich wollte nicht tauchen, ich wollte schnell schwimmen. So. Da ist der Dungeon. Nein, ich will nicht da rein. Hier vielleicht noch was? Nee. Ah, ich glaube, ich weiß, wo das sein könnte. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Komme ich von dort aus dahin? Nee. Also wandern wir einfach über die Wand darüber, da muss ich nicht schwimmen. na gut. Ich hab nichts gesagt. So, dann schwimmen wir halt da lang. Auch kein Problem. Yeesh. Okay. Und flop. Prima. Dann gucken wir mal, vielleicht da oben irgendwo. Dann können wir vielleicht auch... Ja, ich werde es auf jeden Fall piepsen. Dann können wir vielleicht auch da drunter. Okay. Können wir vielleicht auch das Minigame hier mal machen? Bei dem Herrn oder bei der Dame oder was auch immer. So, aber erstmal Mai Mai. So. Nummer 71. Sehr schön. Weg, geh mal weg. Und du gehst auch mal weg. So. Also, wie war das jetzt? Ja. 20 Rubine. Unbedingt. Beim Erzhändler. Okay. Dann wollen wir mal. Ich bin bereit. Auf die Plätze, fertig. Rennen! Run, Link! Run! Jesus! Das war... Au! Da lang. Okay, okay, okay. Ich hab nicht... Nein! Ich hab nicht mal eine Idee, was der kürzeste Weg sein könnte. Das war gemein. Rennen! Jesus! Okay, okay, okay. Da oben lang. Nein, da ist eine Höhle. Da ist eine Höhle. Da willst du nicht lang, Link. Da willst du lang. Okay, das war eine Wand. Niese. Warte, nach oben, nach oben. Nein. Da lang. Okay, gut, 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 gut. Nochmal. So. Schön. Und darüber. Ich weiß nicht, ob ich gerade noch gut in der Zeit liege. Ich hoffe. Schneller. Baum! So. Hört auf, mich alle zu poken hier. Das gehört sich nicht. Okay, okay, okay. Den Rest kann ich auch laufen. Da bist du. Wunderbar. Yay! 69 Sekunden. 100 Rubine? Ah, es gibt noch ein Rennen für Fortgeschrittene. Really, ja?
Ja, das ist sehr anstrengend. Okay. Ach, er teleportiert mich gleich hin. Wie praktisch. Also, für Fortgeschrittene, ja? Na gut. Ich bin gespannt. Ja, geh weg. So. Na gut. Ja. Unbedingt. 65 Sekunden. Okay, also diesmal nicht so oft gegen irgendwas rasen. Na gut. Yikes. Renn. Run, Link. Okay, und jetzt da lang. Gut, ich habe alles im Griff. Nein, 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 nein. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Ah. Blödes Like-Like. Okay, okay, okay. Nein. So. Na, das lief doch ganz gut. Denke ich. So. So schwer, ihn manchmal zu bremsen. So, darüber. Komm schon. Nein, nicht gegen den Baum. Link, please. Und da hoch. Okay. Ne. Okay. Das ist... Okay, okay, okay. Ich hab's bald. Ich hab's bald. Nein. Warum? Oh Gott, warum ist da jetzt auch noch eine Wand? Nein, ich schaff das nicht. Nein, 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 nein. No. So knapp. Ach. Na gut. Das probieren wir nochmal. Ja, ich bin auf den Geschmack gekommen. Ach. Ja, ja, ja. Wie blöd. Okay, okay, okay. Und... So. Darüber. Nein. So. Irgendwann denke ich dran, dass da hier dieses Elektronik-Ding ist. Das war gut. Fängt ja schon wieder super an. Okay. So. Darüber. Und da lang. Okay. Bisher läuft das echt ganz vorzüglich, glaube ich. Renn schneller, Link! Wie diese Rennanimation aber auch einfach mal aussieht. Ah, schön. Nee. Okay. Nein! Ah. Ja. Na komm. Ich kann mich hier nicht richtig bewegen. Nein! Nein, 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 komm schon! Wir kennen dich zwar nicht, aber wir glauben an dich. Ja, danke. Ja, komm. Okay. Nochmal. Bahn. So. Hauptsache nicht gegen die Wand rennen. Diesmal habe ich an dich gedacht, Fräulein. So. Nein! Nein! Nein. Ah, das kann ich doch schon wieder vergessen. Ah. So. Und gib Gummi. Okay. So. Jawohl. So ein bisschen da lang. Oh, wunderprächtig. Du lässt mich einfach mal vorbei. So. Diesmal unten lang. Na, prima. Bitte. Gib doch. So. Oh, da hätte ich sogar vorbeigekonnt. No, lasst mich. Au. Au. Mann. Jetzt werde ich hier zersemmelt. Nee. Okay, komm schon. Bitte, bitte, bitte. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Okay. Gut. So, jetzt da lang. Nein. Baum.
Warum, Baum? Warum verrätst du mich? So. Okay. Es kann funktionieren, muss aber nicht. Yes, na bitte. 60,1 Sekunden. Gut. Und? Oh, Herzteil. Dankeschön. Hier können wir noch ein paar Tricks lernen. Na, danke. Ich werde bestimmt kein Rennen mehr machen. Ich habe mein Herzteil jetzt. Meine Nerven. Okay, gut. Meine Herren. So. Dann möchte ich jetzt noch ein paar Mai-Mai suchen. Ich habe genug von irgendwelchen blöden Wettrennen, aber zumindest haben wir das jetzt mal hinter uns. Also, das war der Wetterhahn, der hier piepst. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sollen hier sich noch 4 Mai-Mai verstecken? Da oben zum Beispiel. Da komme ich aber nur über den Spalt ran, glaube ich. Oder? Oder? Oder nicht? Nee, da komme ich einfach nur wieder runter. Also nie in diese andere Höhle. Ah, Moment. Komme ich denn da raus? War ich da schon mal? Ich glaube nicht. Die Menschen, sie haben ihr Vertrauen in die Götter verloren. Es bricht mir das Herz. Ja, ja, ja. Oh, na gut. Ich sollte, denke ich mal... Das ist eine Bombe. Ich sollte meine Fackel auspacken, wollte ich sagen. So, so ist schon besser. Da komme ich nicht rüber. Komme ich dann an diese Rubine hier ran? Moment. Keine Ahnung. Was haben wir denn da? Oh! Wie... Okay, wie zum Henker komme ich da ran? Das war... Ah. Licht. Wie lange ist es her, seit in dieser Kirche zuletzt ein Licht entzündet wurde? 3 Jahre? Die Welt wurde verwüstet und die Menschen haben ihren Glauben verloren. Niemand kommt mehr hierher. Dieses Reich ist verloren. Das Ende ist nah. Okay. Meine Güte. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich nur da hoch? Oh, ich bin auf dem Weg zum nächsten Dungeon. Na, danke. Na gut. DK, Held von Hyrule, du befindest dich hier in einem Ort, der einst heilig war. Doch sieh nur, was jetzt daraus geworden ist. In der Nähe allerdings gibt es etwas, das dir auf deiner Reise von Nutzen sein kann. Du solltest danach suchen. Dies sind die Worte von Hilda von Lowrul. Na dann. Bye, bye. Es war nicht das, was ich ursprünglich haben wollte, aber hey. Hier ist nicht mal der nächste Dungeon. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was das Item sein soll, was mir hier helfen soll. Ich möchte auf jeden Fall an diese Kiste daran. Okay. Hier waren wir zumindest auch noch nicht. Von daher... Ne? Noch ein Mai-Mai. Hallo, Flomp. Dankeschön. Ach so. I see. Kann ich da eigentlich... Kann ich da eigentlich... So, wenn ich mich richtig positioniere... Nee, geht nicht mit dem Hammer. Okay, gut. Wechseln wir halt wieder auf die Bomben. Ha, I say. Mache Boom. So, dann wechseln wir nochmal kurz nach Hyrule. Damit wir auch an das Mai-Mai rankommen. Woo. Flop. So, aber erst will ich die Höhle hier erkunden. Schön. Sehr gut. Herzteil. Yay. Wunderbar. Gefällt mir. Okay. Nehme ich so hin. So, und dann... Plopp! Ho, ho, ho! Wunderbar! Dann haben wir da jetzt 74. Und wir gehen wieder zurück in die Kirche. Ich will jetzt dieses Item haben, was angeblich so wichtig sein soll. Bin gespannt. Lass mich da rein. Plopp! Okay. Könnt ihr mir hier nochmal den Text? Ja. Ja, 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 ja. Vor 3 Jahren. Na gut. Dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Nee,
Die halten ganz schön viel aus, meine Herren. Okay, geht mir mal aus dem Weg. Ach, es ist Boris. Bruder. Boris? Du kannst mich etwa sehen. Seit 10 Jahren hat jetzt niemand mehr mit mir gesprochen. Oder sind schon 20, 30? Ist auf jeden Fall verflixt lange her. Ich war hier der Totengräber, aber es gibt schon lange keine Gräber mehr, um die ich mich kümmern kann. Ich hatte immer das Gefühl, wenn die Gräber in Ordnung sind, ist auch die Welt in Ordnung. Ein schönes Gefühl war das. Ja, früher. Okay. Na gut. Haben wir auch mal Boris getroffen? Ah, darunter versteckt sich doch bestimmt gar nichts. Oder? Aha! Versteckt sich natürlich was. Okay. Ziemlich dunkel, trotz Fackel. Eine Kiste. Und Schalter. Was haben wir denn da? Ein ganzer Rubin. Meine Herren. Ich brech weg. Ach so, das ist die Höhle, in der wir am Anfang der Lightworld waren. I see, I see. Und sie ist ziemlich dunkel, meine Herren. So, das hier sind zum Glück nur Fledermäuse, keine Tactiles. Oh, da ist ein Schlüssel. Wie ich an den rankomme, weiß ich natürlich. Ein bisschen Licht wäre nur echt cool. Geh mal weg. Geh mal weg. Und jetzt ist es mir okay. Okay, da brauche ich natürlich den Au. Den Au brauche ich da, ja. Ah, da standen in der Lightworld überall die Fackeln. Hier leider nicht. Aber hier ist eine Kiste. Mit nur 20 Rubinen. Das ist schon mal besser als nur ein Rubin. Plomp. Schlüssel. Dankeschön. Hüpf. Weiter geht's. Ja. Ja. Oh, Moment. Oh, da waren offensichtlich eine Rubine drin. Na gut. Na gut. Yeah. Au. Ah, diese blöden Schlangen hier. Okay. Was haben wir denn hier? Theoretisch müsste ich ja wieder in der Kirche dann rauskommen. Oh. Ah, natürlich. Na, kommt. Ganz easy. Tromp, pop, tromp, pop, tromp, tromp. Okay, haben wir hier noch was? Nein, also geht's einfach weiter. Aha. Hebel. Ziehen wir doch mal den linken. Natürlich war das der falsche. Es ist. Ich hab grad irgendwie ein Déjà-vu. Ne. Ne, ne. So. Komm schon. Dann ziehen wir halt den da. Ja, Mensch. Das war wohl der... Au, richtige. So, huch, noch mehr. Dankeschön. Wieder volles Leben. Das ist schön. Weiter geht's. Jetzt komme ich darüber. Flop. Und... Mastererz. War das das Item, das ich hier gebrauchen kann? Na dann. Hier geht's nicht weiter. Ja, auf jeden Fall. Achso, Moment. Von der Seite. Mal kurz die Ausdauer auffüllen. Wie viele Mastererze habe ich eigentlich jetzt? Steht das in meinem Statusbildschirm? 1. Na gut. Na gut. Soll mir recht sein. Ja. Die Frage ist nur, wie komme ich an die Rubine da drüben? Darüber auf jeden Fall nicht. Da ist ja Tür im Weg. Na gut. Kein Schimmer. Kein Schimmer. Na gut. Dann würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, dass das bei euch so gefallen. Falls ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.